Sehr schön, ja, ich grüße Sie und auch. Ja, wunderbar. Herr Schaffhund. Wir freuen uns so, dass Sie beide wieder mal da sind. Wir freuen uns tatsächlich. Ja, ich freue mich auch. Na, schauen Sie, in der Staatskanzlei, da lachen Sie ja schon. Da sagen Sie, oh, der Schafroth, der fliegt wieder nach Hamburg rauf, fangt da nichts ein da oben. Nicht so, ja, so blöde Sprich halt. Aber ja, ich stehe dazu. Horst Seehofer wäre jetzt gern auch einmal mit raufgekommen. Er lässt sich entschuldigen, er ist heute auf einer Minaretteinweihung am Tegernsee. Kleiner Spaß. Also, ja. Wir waren mit einer Rettanweihung. Ich weiß ja nicht, wenn man Seehofer so über die Obergrenze reden hört, ist für ihn das Boot ja schon lange voll. Erklärt das auch seine Faszination für Donald Trump? Er hat ihn ja in dieser Woche umschwänglich, ist auch ein schönes Wort, umschwänglich. Aber man sagt es nicht mal in Bayern. Er hat überschwänglich Trump gelobt. Ja, das müssen Sie ja zugeben, Herr Ehring, dieser Trump, ein Hund ist er schon. Ich habe ja gerade hinter der Bühne ein gutes Gespräch mit ihm gehabt. Also, ja. Nein, der Chef sagt immer, der Trump, der regiert wie das Brezelbacken, nicht wahr? Also, der hat ja die Executive Order, nicht wahr? Der schreibt auf einen Post-it-Zettel, Bomb Jemen, und dann schießen die den Jemen zusammen, nicht wahr? Also, der schreibt drauf, close the border, dann spaxen die Border zu. Das nennt man durchregieren, Herr Ehring. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt. Und ich sage Ihnen, dieser neue SPD-Schulz, der bringt uns da bestimmt nicht hin. Ja, aber höre ich da vielleicht doch eine leichte Nervosität heraus aus Ihrem Satz? Kann es sein, dass Sie doch vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor einem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz? Herr Ehring, wegen Schulz haben wir keinen erhöhten Puls, nicht wahr? Wir haben ja unsere Geheimwaffe, the secret weapon, the success machine from overseas. Karl Theodor zu Guttenberg, natürlich. Jetzt reden Sie halt nicht, nein, jetzt ich baue hier was auf und Sie patschen dazwischen. Also, nein, Karl Theodor, Freiherr von und zu Guttenberg. Das klingt ja schon ganz anders, das müssen Sie doch zugeben. Freiherr von und zu Guttenberg, und was steht dagegen? Schulz Würselen. Also, ja, nein. Gut. Aber das ist doch grotesk. Man weiß doch nichts über diesen Mann außer Würselen. Also, ich höre ja die ganze Zeit nur Würselen, Würselen. Ja, aber der Schulz aus Würselen. Ich habe es wieder gesagt. Ja, ich sag's aber auch so gerne. Würselen. Ich sag's so gerne. Schulz aus Würselen liegt deutlich vor der Kanzlerin inzwischen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, der Gabriel hätte es Ihnen darum einiges leichter gemacht. Naja, Herr Ehring, das ist doch nur ein Gesichtswechsel. Schauen Sie, in 4 Jahren Berlin, da geht der Schulz auf wie ein Hefezopf, da hätte man den Gabriel behalten können. Also, wir kämpfen auf einem anderen Niveau. Mit Verlaub, Herr Ehring, das Secret Weapon Gutenberg. Was? Das Secret Weapon Gutenberg. Ah, die Secret Weapon, ja, okay. Hat 222.000 Facebook-Likes. 222.000 davon sind Frauen. Schauen Sie, das schafft der Schulz nie, so viel EDEKA-Kassiererinnen gibt's überhaupt nicht. Ja. Also, wenn Sie das so sagen, ist so. Nein, ich sehe ja die Fragezeichen in Ihren Gesichtern, und darum haben wir hier was vorbereitet, damit Sie im Norden das CSU-Prinzip verstehen. Heute zum Verständnis ein Lied, was pfiffig für junge Leute. Spielen Sie mal die Matz ab, bitte. Servus Donald, wenn America first ist, ja, dann sind wir aber Förster. Wir in Bayern haben ein großes Vorbild. Crazy Donald hat uns imponiert. Respekt vor dem Arbeitstempo des neuen Präsidenten. Mit billigen Parolen ganz nach oben. Multikulti ist tot. Hier wird auch mit starker Hand regiert. Wir halten Bayern sauber, da staunt die blöde Kuh. Wir geben niemals Ruhe, die Superbuben der CSU. Unsere Checker geben gern den Kurs an. Obergrenzdebil ist unser Ding. Ja. Wir gehen gern in braunen Sümpfen fischen. Das ist bayerische Politik. Und wir lieben unsere Kanzlerin. Wir haben die besten Freunde. Und jetzt kommst auch noch du. Servus. Willkommen, alter Spitzbub bei der Super CSU. Are you ready, Bub? Oh, ja. Sehr gut.
Das Mensch. Ja, es ist was für die jungen Leute, das ist fantastisch. Bitte. Ja. Danke für diesen tollen Beitrag, Maxi Schaffroth. Sie haben sich also wirklich auf eine Zusammenarbeit mit Gutenberg geeinigt. Ich meine, der Mann hat ja wegen seiner Doktorarbeit durchaus immer noch auch Kritik, die er einstecken muss. Und was versprechen Sie sich da konkret davon? Herr Ehring, Change. Gutenberg means Change. Es passieren unvorstellbare Dinge. Seehofer hat jetzt Business-Englisch an der Volkshochschule. Nein. Ja. Der Seehofer? Ja, das finde ich toll. Ja, ja. Dass der wirklich in seinem Alter noch Vokabeln lernt? Ja. Nein, nein, der lernt keine neuen Vokabeln. Der spricht die Deutschen einfach Englisch aus. Also, Schatz, der Gutenberg, der hat alles umgekrempelt. Mhm. Ja, wir kommen um 11 ins Büro. Dann coacht er uns. Ganz easy, sagt er immer. Ja. If you need a break, get yourself a Hopfensmoothie from the CSU Office Lounge, nicht wahr? Um 11 beginnt dann sein patentiertes Wahlkampfcoaching. Also, das ist sein Coaching? Das ist, ja, ja, das ist wirklich von ihm. Das ist von ihm. Kann man sicher sein, dass es wirklich auch wirklich von ihm ist. Ja, ja, ja. Ganz sicher. Ja, ja, das hat er selber gemacht. Er hat es erfunden. Es heißt Fuck the Facts. Also, ja, also Fuck the Facts, das ist die Essenz des US-Wahlkampfs und auch der Titel seiner Doktorarbeit. Also, mehr Emotionen, weniger Fakten. Der Seehofer, der liebt das. Und traut sich Gutenberg überhaupt noch nach Deutschland, nach dem ganzen Skandal? Wie haben Sie ihn überzeugt? Ich meine, der Mann war ja auch beschäftigt in den Staaten. Ja, schauen Sie, Herr Ehring, der Gutenberg sagt immer, if you believe in success, the success will come to you. Wir haben ihn einfach angerufen. Also, we just called that guy. Ja, Seehofer hat gesagt, es ist eine Sekretärin, Fanny, bring me the red phone. Ja, dann hat er ihn angerufen. The red phone? Der hat ein rotes Telefon? Ja, ja, ja. Seehofer hat ein rotes Telefon. Das ist ein Wählscheibenapparat aus den 60er Jahren. Das ist unser Draht in die große Welt. Also International Affairs, da hängen noch die Speisereste vom Strauß in der Muschel. Aha. Ich bin fassungslos, Herr Schaffroth. Das sind ja Dinge, die wir hier erfahren, ja? Ja, ich sage Ihnen, wir haben einiges im Petto. Der Seehofer hat sogar einen Atomraketenknopf, aber nur fürs Gefühl, nicht wahr? Ah, nur fürs Gefühl. Dann sind wir beruhigt. Maxi Schaffroth, ja, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen, danke Ihnen. Ja.